Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge sind wir hier auf Ödland gelandet und wir sollen jetzt verschiedene, ja, ich sag mal, vermisste Personen ausfindig machen. Ich glaube, das wurde neu synchronisiert. Kann ich euch bei etwas helfen? Ich kann euch verstehen. Meine Güte, ich bin kein Skeva. Solltet ihr denn einer sein? Nein, nein. Folgt mir, ich zeige es euch. In Ordnung, geht voran. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Also das muss ich sagen, weiß ich wirklich nicht mehr. Es ist einfach zu lange her. Lalala. Sie möchte mir das Rubidit erzeigen. Und den Runenstein, das ist sehr nett von ihr. Und da ist noch was. Knorriger Zauberstab, okay. Kühne sei Dank, ihr habt ihn. Könnt ihr mir erklären, was passiert ist? Meine Freunde und ich waren in den Wäldern auf der Jagd, als plötzlich ein wahnsinniger Magier auftauchte und uns mit Zaubersprüchen angriff. Ich glaube, er hat mich nur leicht verletzt. Er ließ diesen Zauberstab in den Schnee fallen, bevor er verschwand. Was bewirkt dieser Zauberstab? Ich habe keine Ahnung von Zaubern. Ich habe versucht, den Zauberstab aufzuheben, aber er ließ mich nicht. Ich glaube, er bewirkt den Zauber. Oder macht ihn ungeschehen. Schaut, meine Freunde sind Falter, Brent und läuft in Wildnis. Nun sind sie Skeva. Bitte findet sie und benutzt den Zauberstab, um sie zurückzuverwandeln. Ich werde sie suchen, Molla. Ja, die sind hier überall verstreut, wie ich sehe. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal in die Richtung da hinten gehen. Beziehungsweise reiten. Das nehmen wir doch auch gerne mit. Heute ist mal ausnahmsweise viel zu finden hier. So, Hallöchen, ihr netten Wölfe. Wobei, so nett sind die, glaube ich, nicht, weil die versuchen, mich immer anzugreifen. Böse Wölfe. So, geradeaus und ein Stückchen rechts ist einer. Nehmen wir doch erstmal die Pflanzen mit. Ich weiß, aber wenn ihr selber spielt, dann wisst ihr, warum ich das mache. So, hier ist ein Bär. Achso, da. Hi, kleiner Zever. Zack. Oh, das ist so einer, wie wir im Moment kaufen können. Seid gedankt. Ja, kein Thema. Und weg war er schon wieder. Es war noch... Achso, da unten ist noch ein... Nee, den da unten habe ich gesehen. Den hier oben habe ich nicht gesehen. Okay. Dann müssen wir leider noch was einsammeln. Hallo? Macht die das auch? Da ist nur ein Bär. Ich weiß nicht, ob der was dagegen hat, dass ich mal kurz die Sachen einsammle auf dem Weg. So, dann reiten wir jetzt hier erstmal geradeaus. Was ist denn heute los? Normalerweise ist hier immer alles komplett abgegrast, wenn ich hier hinkomme. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Uhrzeit an und so, aber heute ist es irgendwie... Heute ist wirklich alles hier. Mein lieber Bär, du brauchst dich jetzt nicht umzudrehen. So, Moment, jetzt muss ich auch mal gucken. Ist jetzt hier auf dem Stückchen da hinten, oder? So. Ich denke mal, mit Laufen sind wir nämlich schneller als mit Schwimmen. Mein lieber Herr Xever. Skeva. Ah, ich weiß, was die mit Frostbissspinnen meinte. Ah, hier. Ach, das sind Vögel. Ich dachte gerade schon, der sondert hier irgendwelche Edelsteine ab oder so. Ich bin euch sehr verbunden. Ja, kein Thema. Okay. Dann dürften wir eigentlich hier drauf bleiben können.
tolles Deutsch. Das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Aber wir müssen... Ich gucke nochmal eben nach, ob wir da... Ja, im Endeffekt der Straße folgen und dann da unten rechts abbiegen. Wenn wir das denn so machen können, weil wir müssen hier einmal durchraschen. Hallöchen, guten Tag. Ihr seid hier, weil euch keiner mag. Also bleibt gerne weiter hier und ich werde dann mal zum Zielgebiet gehen. Ein Wölflein und ein Runenstein. Irgendwo hier. Ah, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Danke. Gerne, gerne. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Halt, stopp. Ahnenseide muss ich mitnehmen. Hab ich auf dem Account nicht allzu viel von. So. Wo sind wir denn hier? Kann ich? Achso, ich dachte, da wäre ein Buch drin. Irgendwie habe ich jetzt falsch geguckt. Moment. Wir müssen hier irgendwo runter, ne? Hui! Hallöchen, Leute! Ich komme sofort. So, mal eben Holz hacken. Hi! Sie sind am Leben! Ja! Und Sie sind nicht mehr pelzig! Ja, ne? Schön, dass ich helfen konnte. Ich weiß nicht, was wir sonst getan hätten. Den Rest unserer Leben als käsefressende Nager verbringen? Igitt! Falls ich diesem Magier jemals wieder über den Weg laufe, dann zeige ich ihm, wie man sich als Ungeziefer fühlt. Ja, sehr schön. Und von hier werden wir dann gleich weitergeleitet in die nächste... Nee, Moment, das ist wieder die... Wir haben aber doch noch einen... Achso, der ist oben. Ja, toll. Hätte man mir das nicht vorher sagen können, bevor ich jetzt wieder hier runtergeritten bin? Dann hätte ich doch den auch noch direkt mitmachen können. Aber gut. Wir machen natürlich jetzt alles erstmal nach der Reihenfolge. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal wieder nach oben. Finden wieder neues Rubidit-Erz. Und müssen uns jetzt gleich erstmal wieder einen holprigen Weg über die Eisschollen hier bahnen. So geht's auch. Ein Stück links. Platinflöz. So, da habe ich jetzt gar keins mehr von mittlerweile. Weil irgendwie kriege ich... Achso, das ist eine Scherbe. Das irritiert mich hier die ganze Zeit. Weil irgendwie kriege ich kein neues mehr. Also ich mache zig Handwerksquests. Mittlerweile ist jetzt alles aufgebraucht. Aber Schmuckquest hin oder... Also Handwerksquest für Schmuck hin oder her. Aber ich kriege nichts Neues. Wollt ihr euren Mut beweisen? Moment. Wieso haben wir jetzt... Jetzt ist der hier unten. Durchsucht die Torheit. Wieso stehe ich jetzt hier oben bei einem komplett anderen? Och Leute, das war doch gerade noch mein Questing. Wieso ist mein Hauptquestteil jetzt woanders? Das finde ich nicht nett. Nein, das möchte ich jetzt gerade nicht. Oh, aber den Runenstein kann ich leider nicht liegen lassen. Tut mir leid. Okay, dann reiten wir nochmal runter. Dahin, wo jetzt auf einmal der weiße Pfeil ist. Vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht verguckt habe. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist eine Rubinesche. Und da ist ein Feldwebel. Dieses verfluchte Schiff ist unsere geringste Sorge. Banditen plündern die Mine und suchen nach Artefakten. Warum sind sie hier? Sie sind vorsichtig und suchen nach etwas. Ich musste den hinter mir ausschalten, bevor er den anderen Bescheid geben konnte. Wie kann ich helfen? Wie listenreich seid ihr? Ich warte hier und behalte diese Banditen im Auge. Schnappt euch die Kleidung unseres Freundes und mischt euch unter sie, um zu erfahren, was hier gespielt wird. Ich werde es tun. Schnappt euch die Kleidung von unserem Freund hier
Mit seiner Ausrüstung könnt ihr unauffällig in die Mine gelangen. Wie lange untersteht ihr schon, Hauptmann Rana? Ich bin ihr Feldwebel, seit wir auf der Insel angekommen sind. Sie ist wirklich eine fähige Anführerin. Sie hat nur heute einen schlechten Tag. Oder ich. Warum heißt dieser Ort Hotzins Torheit? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Ort wurde nach einem Bergmann, der mit seiner Familie hierher kam, benannt. Sie sagten, sie würden Eisen abbauen, aber man hat sie in dunklen Roben gesehen. Dunkle Roben? Waren sie Anhänger eines Kults? So heißt es. Eines Tages brach ein Feuer aus und das ganze Lager brannte nieder. Die Einheimischen berichteten, sie hätten Ungeheuerbrüllen gehört. Seitdem ist der Ort verbarrikadiert. Okay, nein, du sollst das machen, wo ich die ganze Zeit drauf gucke. Genau, den nämlich untersuchen. So, dann müssen wir uns jetzt die hässlichen Sachen anziehen. Oh, das sind sogar welche, die ich schon habe. Guck mal, ich falle auch gar nicht auf. Auch wenn mein Kopf da nicht drin ist. Also, ich jetzt keine Rüstung, kein Dings trage. Oh, ich muss aufpassen. Die haben mir wieder die Fackelträger. Das dachte ich mir nämlich schon. Das wollte ich gerade noch gefragt haben. Haben die hier wieder Fackelträger? Und schon kommt der Erste. Der geht jetzt. Der geht nicht. Aber wir gehen jetzt mal da rein. Der sollte uns doch normalerweise nicht hier drin sehen. Ich liebe Bücher. Sie sind wie Zauberschlüssel, die einem andere Welten und neue Betrachtungsweisen eröffnen. Mhm. Das bringt uns aber gerade leider auch nichts, Basti, weil wir müssen ja erstmal irgendwie wieder rauskommen. So. Es gibt einen Weg hinein durch die Kanalisation. Da ist keiner. Da hinten ist nochmal ein Wachposten direkt davor. Ja, ich liebe es, wenn die immer direkt am Eingang stehen. Weil man kann ja auch nicht schleichen, weil das wäre ja zu auffällig. Und schon kommt er wieder zurück. Achso, der ist hier. Kommt aber nur so ein Stück dahin. Das Problem ist halt, wir können nicht von hinten uns anschleichen. Ja, wir machen es anders. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal komplett rum. Kann dabei auch nochmal eben die Sachen einsammeln. Das finde ich sehr schön. Hört euch nicht an mich, an mir. Was auch immer. Ich will nur die Sachen einsammeln. So, der kommt nämlich gerade zurück. Die Frage ist, sieht der mich, wenn ich hier hinterstehe? Oh, da ist noch einer. Na? Weil der geht da hinten, meine ich, ein Stückchen weiter nämlich weg. Lalalala, du siehst mich nicht. Ich lauf mal hier so durch. So, wir müssen da rein. Da sehe ich jetzt aktuell keinen. Zack. Hallo? Kleine Risse überziehen die Oberfläche des Spiegels. Er bebte einst vor magischer Energie. Aber jetzt ist es dunkel. Jemand hat es zerbrochen. Beim genauen Hinsehen entdeckt ihr eine Notiz, die darunter angebracht wurde. Rogutta, halte diesen Runenstein aus der Mine heraus. Wenn ihr ihn in der Nähe der unaussprechlichen Siegels anbringt, schließt sich das Portal. Dann sind wir von den Relikten abgeschnitten. Und das heißt, dass wir nicht bezahlt werden. Falls ihr das nicht begreift, breche ich euch so lange die Finger, bis ihr es versteht. Ja, das heißt, wir nehmen den Runenstein. Hier könnt ihr euch übrigens, wenn ihr mal entdeckt worden seid, immer wieder neue Kostüme holen. Ich wollte gerade sagen, der Typ lief doch eigentlich hier so rum. Wir sollen in die Mine gehen. Die lenken ihn gerade mal so ein bisschen ab. Ach, da oben ist wie komme ich denn da hoch? Das von hier aus? Ja, okay. Eine Himmelsscherbe, das wollte ich sagen.
So, ihr könnt natürlich auch einfach hier durch, ne? Ist auch kein Thema, da müsst ihr euch halt mit allen anlegen. Und ich habe die täglichen Bestrebungen durch. Leider auf dem falschen Account, Mist. Verschwindet! Der Chef möchte, dass ich nach den Relikten schaue, die wir schon gefunden haben. Gut, schnell. Kommt herein. Wir sind schon fast an den Skampen vorbei. Ich habe gehört, dass das Portal gleich hinter Ihnen liegen soll. Danke. So, warum ist der jetzt wieder... Wer seid ihr? Bitte tut mir nichts! Wachen! Eindringlinge! Er meint, geschenkt bekommt er ja eh nie etwas. Warum steht hier, dass hier vorne noch ein Quest ist, aber das ist jetzt nicht von dem Typen? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Okay, die sind auf jeden Fall gelb. Da können wir noch dran vorbei. Aber da kommen sicher noch rote. Die laufen hier rum. Das ist doch nett. Das ist der einzige Moment, wo ich sage, da freue ich mich darüber, wenn irgendwo ein Mitspieler mit reinläuft. Der kann dann für mich schon mal die Roten erledigen. Die werde ich jetzt nicht angreifen, sonst bin ich ja enttarnt. Wenn der natürlich von allen aufgehalten wird, ist das auch nicht so schön. So. Also wir versuchen es mal, so lange wie möglich inkognito hier durchzulaufen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber wir versuchen es. So, dreh dich um, genau. Und dann laufen wir hier mal weiter. Ich mag das ja, wenn ich so inkognito unterwegs bin. Kann ich bei euch auch was klauen? Ja, das ist aber nett. Dankeschön. So, ich hoffe mal. Aber ich denke mal, also dass wir jetzt hier gleich, das ist ein Skamp, findet einen Weg, umgeht die Feuerfallen. Ich hasse Feuerfallen. Habe ich das schon mal erwähnt? Was ich sagen wollte, ich denke mal, dass wir wahrscheinlich gleich entdeckt werden. Andererseits, wenn hier Skampen sind. Ich weiß es nicht. Na los. So, da sind wir. Betretet das Reich des Vergessens. Können wir vorher noch irgendwas machen? Da hinten habe ich gerade noch was gesehen. Nee, da sind Skampen. Okay, dann gehen wir mal direkt. Ich bin im Reich des Vergessens. Wo sind meine Gegner? Die sind schon tot, so wie es aussieht. Ist aber irgendwie ganz cool. Also, sowas wäre ganz cool als Haus. So, verlass die Mine. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Sehr schön. Die Leiche ist auch irgendwie wie von Zauberhand gerade weg. Hi. Also, was habt ihr herausgefunden? Die Banditen wurden vom Dolchsturzbündnis angeworben, um ein dädrisches Artefakt zu stehlen. Ein Vertrag mit dem Bündnis? Das riecht nach Ablenkung. Das von uns entdeckte Schiff könnte der Beginn einer Invasion sein. Wir müssen zurück ins Dorf. Und wir haben einen Dolch von der Rüstung des Auszubildenden erhalten. So, findet die Einheimischen. Ist noch nicht abgeschlossen. Sollte aber eigentlich abgeschlossen sein. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich habe aber, glaube ich, nur... Kann ich hier mal kurz stehen bleiben, ohne dass mich jemand sieht? Ich habe aber, glaube ich, jetzt nur noch das hier drin stehen. Naja, ich habe sonst kein anderes. Ich meine, ich habe noch andere Quests hier markiert, aber wie gesagt, das sind die Nebenquests, die machen wir später. Ja, ich würde sagen... Dass wir dann zurück können. Du siehst mich nicht. Da reiten wir jetzt einfach so durch.
So, und dann können wir mal eben das Ding hier ausziehen. Wenn ich nicht im falschen Bildschirm lande, heißt das. Ja, du brauchst nicht extra abzusetzen. Wir müssen darum... Ja, ich weiß, da war gerade eine Pflanze, die habe ich jetzt ein Freund liegen gelassen. Der Vagabund, als ihr Vizevogt Peli hier besiegt hat. Das ist schön, aber schrei mir das doch nicht so hinterher. Ich verstehe doch nichts, wenn ich hier gerade am Reiten bin. Also ich würde sagen, dass wir jetzt alle haben, hoffe ich zumindest. Ja, ich hoffe, dass niemand zurückgelassen wird. Moment, wieso steht sie jetzt hier draußen? Das war der andere Feldwirbel, oder? Rana ist hier drin, genau. Ja, ich denke, wir haben alle. Also ich finde es komisch, dass oben rechts nichts mehr steht, aber ich denke, wir haben alle. Ich habe zumindest keine mehr gesehen. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Findet so viele Dorfbewohner, wie ihr könnt und schickt sie hierher. Ja, lasst uns gehen. Seid ihr sicher? Diejenigen, die wir nicht gefunden haben, werden hier zurückbleiben. Ja, ich bin mir sicher. Es ist Zeit zu gehen. Ihr habt recht. Wir können nicht länger warten. Möge Vivek uns alle bewahren. Und wir haben eine schwere Brust in Passgenau bekommen. Das Bündnis ist hier. Sie haben das Signalfeuer eingenommen. Aber wir müssen das Festland warnen. Ich muss mir einen Weg durch sie freikämpfen und das Feuer entzünden. Das Leuchtfeuer ist oben auf dem Turm, außerhalb des Dorfes. Ich übernehme den Turm. Kümmert euch um das Dorf. Ich werde die Dorfbewohner versammeln und sie bereit für den Abmarsch machen. Sucht Tirani, wenn ihr am Turm fertig seid. Sie wird den Weg freihalten. Sie weiß, wohin es geht. Ich werde es tun. Viel Glück, Rana. Entzündet das Feuer. Wir werden bereit zum Aufbruch sein, wenn ihr zurückkommt. Wohin gehen wir? Ist das Boot zurückgekehrt? Ich erwarte nicht, diese Truppen jemals wiederzusehen. Unser Ziel ist ein Strand auf der anderen Seite der Insel. Sie glauben, ich wüsste nichts davon. Aber Schmuggler gehen manchmal in dieser Bucht vor Anker. Ich hoffe nur, die Luft ist rein. Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich, dass das ein guter Moment ist, wo wir einen kleinen Cut machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir den Rest mit der Evakuierung in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.